Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Juwelkerze-Adventskalender rein. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Warum ich so verwirrt bin? Nun, normalerweise kostet der 149,95 und jetzt gerade ist er um 1% reduziert auf 149 €. Wupp, wupp. Und ja, letztes Jahr hatte ich ja so einen kleinen Fail, beziehungsweise Juwelkerze hatte einen Fail. Die haben den Adventskalender vom vorletzten Jahr mit einer neuen Verpackung irgendwie rausgeschickt, also neue Karton drumherum. Das war schon sehr, sehr peinlich. Dieses Jahr ist es ein bisschen was anderes. Ich habe aber von euch auch schon ganz viele Nachrichten bekommen. Hol dir den bloß nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da hatte ich ihn schon bestellt. Und Fun Fact, ich habe ihn leider sogar zweimal bestellt und ich konnte ihn leider nicht wieder zurückschicken. Und es ist mir erst aufgefallen, als er zweimal hier eingetroffen ist. Yay, habe ich auf jeden Fall schon mal ein Produkt oder einen Adventskalender, der dann auch in die 10.000 Abonnentenverlosung bei Instagram kommt. Freut euch schon mal, da geht nämlich demnächst was, ne? Nun, auf jeden Fall haben wir hier den Adventskalender, den ich nicht nochmal hochheben werde, denn der wiegt 7,3 Kilo. Das verspricht ja eigentlich, dass wir hier ziemlich geile Produkte drin haben werden, oder? Also der Aufbau ist super. Magical Night steht draußen dran. Dann haben wir hier Boxen, wir haben Zwischenebenen. Gefällt mir persönlich richtig gut. Und auch der 1. Dezember fühlt sich wirklich schwer an. Oi, das mag ich ja gerne. Das ist so ein Kerzenhalter. Und der ist in einem Sterndesign. Sowas finde ich hübsch, ne? Also so auch so ein bisschen, ja, Interior-Produkte, das ist voll mein Ding. Dann hast du hier auch diesen Wachsauffanggedönsen. Das finde ich auch sehr durchdacht. Das finde ich schon mal eine tolle Nummer 1. Bei manchen Produkten werde ich wahrscheinlich den Wert auch echt schätzen müssen, ne? Das wird ein bisschen schwierig. Ich werde mich da vielleicht so ein bisschen an Amazon oder an Depot oder an wo auch immer orientieren. Mal schauen. Also du kriegst diese Boxen ganz schwer raus, weil alles halt sehr groß und sehr schwer ist. Der 2. Dezember ist auch echt schön befüllt tatsächlich. Also wir haben ja ein wirklich großes Produkt in diesem großen Kläppchen. Und das ist auch von Juwelkerze selber passend zu diesem Dingenskirchen zwei Kerzen. Und die sehen wirklich echt hübsch aus. Kannst du nicht anders sagen, das sind halt so Stabkerzen, ne? Und die kannst du da reinmachen. Hat jetzt nicht irgendwie einen speziellen Duft oder so mit dabei, aber das passt halt zum Kläppchen Nummer 1. Das ist schön. 25 cm sind die lang. Das ist auch schön, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Auch hier haben wir ein Pool drin. Und zwar Lighten Up. Das sind jetzt aber nicht Teelichter, oder? Oh, doch. Es sind 4 Teelichter in einem 150 € Adventskalender. Ja, sind ja übers Jahr ganz schön teuer geworden. Aber kannst du zu den Adventssonntagen anmachen? Nö, das brauche ich nicht. Das sind vor allem auch relativ billige, ne? Du hast halt hier einfach nur die Zahl drauf gedrückt. Ansonsten sind das halt so klassische, die du bei Ikea oder Aldi halt auch bekommst. Nun, hier haben wir die Nummer 4. Quasi in der goldenen Mitte. Und die ist auch schön schwer. Vielleicht endlich mal eine Juwelkerze hier drin. Hm, das wäre doch mal was. Nee, es ist eine, ja, eine Juwelkerze, aber es ist eine Stumpenkerze. Time to Shine. 300 Gramm haben wir hier drin enthalten. Die ist schön, auf jeden Fall, ne? Aber die dürfen also gerne von meiner Warte aus hier auch Duftkerzen reinmachen. Ja, weil die ist halt hübsch, definitiv, gar keine Frage. Aber es fehlt mir jetzt hier so ein bisschen was von Juwel. Oder haben die das halt auch im Sortiment? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht, ne? 5. Dezember, der Tag vor Nikolaus. Enthält ein Tool. Und zwar ein Stern, ein Badestern, 70 Gramm. Riecht klassisch, ne? So ein bisschen auch nach so Haarspray-mäßig, würde ich sagen. Ja, ja, werde ich vielleicht sogar verwenden, ne? Ist schon hübsch, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie Schmuck drin ist, oder? Nee. Lotusblume ist natürlich auch eine schöne Duftrichtung, ne? Nikolaus ist winzig klein. Bitte keinen Gutschein. Nee. Ach, das finde ich cool. Hier haben die separat Schmuck reingepackt. Da kannst du mit diesem Etikett ja immer nachverfolgen, wie viel das dann wert ist. Ja. Okay, dann haben die hier Kerzen so reingepackt und dann hast du hier nochmal separat den Schmuck. Ist ehrlich gesagt in Ordnung. Schon, ne, muss ich sagen. Und das ist eine Kette. Ach, und die ist auch schon recht hübsch, muss ich sagen.
passt, ist so weihnachtlich, mit Sternchen drauf, sehr filigran. Na, jetzt nicht vergleichbar mit anderen Schmuckstücken, die ich jetzt so in Adventskalendern drin hatte, ne? Das merkt man halt schon, dass da eine etwas andere Qualität unterwegs ist. Aber es sieht schon süß aus. Ja, mit Splinkies dran. Hui, die Nummer 7 ist aber richtig doll gefüllt. Die ist schwer und die ist voll und da ist eine Kerze drin. Spread the Sparkle. Leichter Duft ist hier auch mit dabei. Tatsächlich 60 Gramm haben wir hier drin. Ja, ist hübsch. Ist aber halt einfach, ganz ehrlich, ne? Das ist halt so ein Teelicht, was du tatsächlich auch so bei Ikea kaufen kannst. Und dann haben sie hier so ein bisschen was draufgeklebt. Das ist, siehst du halt, ne? Ist nicht ganz so liebevoll, wie man sich das vielleicht wünschen würde in einem 150-Euro Adventskalender. Da finde ich, ist das hier tatsächlich ein bisschen hochwertiger, ein bisschen schöner, mag ich gerne leiden. Aber hier hast du halt so draufgeklebt, auch nicht ganz gerade. Aber immerhin ein Duft. So, die Nummer 8 darf jetzt machen, das ist Kracht. Ah, den habe ich vom letzten Jahr, glaube ich, noch. Das ist praktisch. Das nimmst du nämlich, passt jetzt hier bei nichts drauf, leider. Hier zum Beispiel bei der Kerze. Das kann man so draufsetzen, dass die Kerzen nicht rußen. Und da habe ich so Tannenzapfen hier jetzt drauf. Das ist schon cool, ne? Dann brennt die Kerze gleichmäßiger ab. Hätte ich bei der Kerze definitiv gebraucht, weil die ist total schräg abgebrannt. Passt da leider nicht drauf. Schade Schokolade. Aber das finde ich cool. Muss ich ehrlich sagen, mag ich gerne. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Tannenbaum freuen. Wer vermisst die Potpourris oder Potpourris? Ich nicht. Ja, Christmas Tree Candle haben wir hier drin. Sowas ist auch eine schöne Kerze, muss ich sagen. Man sollte hier immer ein bisschen aufpassen, dass man das halt auch auf irgendwas drauf macht, dass es nicht so alles wegfließt, ne? Weil das Wachs möchte ja abtropfen. 140 Gramm haben wir hier drin enthalten und das ist sogar in Berlin gemacht. In der Nummer 10 darf es mit so einem Häuschen weitergehen und da kannst du den, deine Teelichter reinmachen. Und ich habe solche Häuschen auch schon da, so ein paar, aus anderen sehr, sehr hochpreisigen Adventskalendern und finde die sehr hübsch tatsächlich. Mag ich gerne. Und wenn du nicht so ein Fan davon bist, da echte Kerzen reinzumachen, weil du die vielleicht vergisst, gibt es ja auch so elektrische Teelichter, ne? Aber mag ich sehr gerne. Es gibt auch sehr schönes Licht, ne? Ist hübsch. Schauen wir mal, was in der Nummer 11 drin steckt. Ei, nochmal zwei Kerzen. Die sind jetzt nicht dunkelgrün, die sind jetzt blau. Ja. Okay, dieser Adventskalender hat meinen Nagellack gekillt, leider. Schade, Schokolade. Naja, passiert halt, ne? Die Nummer 12 ist die Halbzeit. Hier haben wir eine blaue Stumpenkerze drin. Ist genauso wie eben auch. Ja, auch wieder 300 Gramm. Ist hübsch. Time to shine. Die Nummer 13 habe ich auf meinem Tisch jetzt irgendwie die 75 Euro stehen. Nee, da kann ich mir im Action die Sachen tatsächlich etwas günstiger holen. Gut, die Kette hat sicherlich auch ihren Wert, ne? Ja, hier habe ich jetzt genauso wie in der Nummer 1 auch so einen Halter für Kerzen drin. Finde ich auch cool, dass es zwei sind, muss ich sagen. Hätte man aber vielleicht bei dem Preis in ein Kläppchen packen können. Wiederholt sich jetzt alles nochmal? Das wäre jetzt ja blöd, ne? Also wir haben jetzt schon drei Sachen, die wir ja auch schon in der ersten Hälfte hatten irgendwie. Die Nummer 14. Och nö. Eine Kerze. Die riecht eher so kokosmäßig und die hier riecht ein bisschen parfümriger. Ja, riecht auch ganz angenehm. 60 Gramm haben wir hier drin enthalten. Die Nummer 15. Nee. Ich glitzer mich hier gerade voll. Das sind wahrscheinlich Glitzer-Teelichte. Oh ja. Vier Stück mit Glitzer. Färbt ab. Ach, wiederhol doch bitte nicht jetzt die erste Halbzeit wieder. Das ist doch schade. Nö. Die Nummer 16. Rotary Candle Holder. Okay, das ist was anderes. Ach! Das kannst du auch auf deine Kerze draufsetzen, aber das dreht sich. Da musst du halt die Folie nochmal abziehen, dass das Ganze auch vernünftig ist. Es ist wie so eine Pyramide, so eine sich drehende Pyramide und das hast du auf der Kerze drauf. Das finde ich ehrlich gesagt cool. Das ist schön. Ich habe jetzt die ganze Zeit Angst, dass das Gleiche einfach alles nochmal kommt. So nein, bitte nicht. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember das Safe-Schmuck drin.
Nur was für ein Schmuck. Huch. Das passt jetzt auch. Okay, das ist jetzt das passende Armkettchen. Das brauche ich gar nicht auspacken. Das passende Armkettchen zu der Kette, die wir ja schon drin haben. Armkettchen trage ich ja nicht wirklich, ne? Aber es ist halt passend dazu. Und das finde ich tatsächlich so vom Sinnbild her, finde ich das gut. Der 18. Dezember ist sehr schwer. Okay, da haben wir halt nochmal so eine Kerze drin. Die riecht sehr intensiv. Die riecht fast schon nach Sauna oder so. Sehr, Oat-mäßig. Mhm, ja. Aber auch hier wieder der Sticker halt so schief drauf, ne? Also es sind halt keine normalen Juwelkerzen, die wir hier drin haben. Ich hätte gedacht, vielleicht so ein bisschen, aber vielleicht in der 24. Mal gucken. Die Nummer 19 hat ja schon mal eine vielversprechende Größe. Achso, habe ich eigentlich schon gesagt, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ach, guck mal, da haben wir wieder so ein Häuschen drin. Ja, es ist schon wieder eine Doppelung, ich weiß. Aber das Häuschen ist toll, tatsächlich. Und das ist auch ganz schön, dass du da so zwei von drin hast. Das sieht dann auch harmonisch aus, ne? Das mag ich ganz gerne. Also diese Häuschen bin ich halt einfach, also von diesen Häuschen bin ich einfach Fan. Deswegen beschwere ich mich da einfach tatsächlich nicht drüber. Und ich glaube, das sieht auch zusammen ganz hübsch aus, ne? Also das kannst du dir dann auch gut hinstellen. Hätte ich aber eher in einem, keine Ahnung, Riviera Maison oder so Adventskalender erwartet, wobei ich das hier cool finde, ne? Wir kommen nachher zum Fazit. Die Nummer 20 fühlt sich auch schön schwer an. Da haben wir eine Stumpenkerze. Ja. Okay, ja. Ne? Haben wir denn dann von allen Kerzen 4? Ne, das können wir ja gar nicht mehr haben, ne? Theoretisch müssten wir dann ja noch eine Stumpenkerze und eine Sonnenkerze haben, damit wir quasi unseren Adventskranz mehr oder weniger voll machen könnten. Die Nummer 21. Wir sind im Sprint Richtung Heiligabend und wir haben hier noch einen kleinen Tannenbaum mit dabei mit 50 Gramm. Ja, das sieht auch zusammen sehr, sehr hübsch aus. Auf jeden Fall, ne? Also das kann man sich vielleicht auch auf ein schönes Tablett stellen, wo man dann auch so Sand drauf gemacht hat. Das kann man sehr schön dekorieren. Das ist schon hübsch. Die Nummer 22. Hier haben wir sicherlich unsere vierte Kerze drin. Ja, das macht auf jeden Fall auch Sinn tatsächlich. Denn wir hatten auch noch gar keine blaue. Die hätte mir auch noch gefehlt. Die riecht sehr mild. Oh Gott. Ja, hier kann ich es euch ganz intensiv zeigen, ne? Wie schräg der Sticker hier drauf ist. Also das ist wirklich sehr, sehr leider sehr, sehr lieblos gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte jemand Stress. Das merkt man. Und das ist schade. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Cool wäre es, wenn wir hier so Ohrringe passend zu Kette und Armkettchen mit drin hätten. Das wird auf jeden Fall passend sein. Das haben die nicht gemacht. Magic Lights. 15 Streichhölzer, na immerhin. Ne? Das sind halt auch nicht so ganz super günstige, weil das sind halt so lange. Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Und in der 24 haben wir dann sicherlich auch eine richtige Juwelkerze drin, ne? Das würde ja Sinn ergeben. Okay, hier sind Ohrringe drin. Das sind so Herzchenohrringe scheinbar. Okay. Und das ist jetzt, das ist natürlich jetzt auch irgendwie logisch, dass das hier jetzt eine weiße Kerze ist, weil wir haben keine weiße Stumpenkerze. Das heißt, das ist dann die vierte große Kerze. Das passt. Magic Nights. Mit Ohrringen. 250 Gramm. Sehr süßer Duft. Nach irgendwas zu essen. Sehr, sehr lecker. Mag ich gerne leiden und wird dann auch höchstwahrscheinlich bei uns brennen. Ne? Vielleicht so in der Küche oder so. Riecht sehr, sehr lecker nach Weihnachtsgebäck. Und das ist halt auch eine echte Juwelkerze. Jetzt nicht eine ganz große, sondern eine kleine oder mittlere ist das dann ja, ne? Aber du hast halt immerhin Schmuck drin und so ein Schleifchen drum. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja, also ich trage mein Herz auf der Zunge und man merkt mir auch tatsächlich meine Stimmung an. Die sind wirklich recht gut gestartet. Und ich habe auch gedacht, na gut, das ein oder andere ist jetzt nicht so geil, aber es ist okay, ne? Also das kann ruhig so weitergehen, es fühlt sich kreativ an, die können ruhig so weitermachen. Und dann kam das zweite Mal die Kerze und dann kam das zweite Mal die Stumpenkerze und dann kam das zweite Mal dieser Halter und so weiter und so fort. Und das finde ich schade, weil Juwelkerze ist für mich eigentlich so
Also ich finde die toll. Also wirklich, ich mag die. Ich mag die Kerzen. Ich verschenke die so, so gerne. Und ich halte tatsächlich auch die Firma für kompetent genug, um einen Adventskalender zu entwickeln, der auch den Kundinnen und Kunden gefällt und wo man halt auch was Positives drin hat. Natürlich ist es schön, wenn du halt vier von diesen Kerzen hier reinpackst, die eigentlich dann aber auch gerade beklebt oder bedruckt sein sollten, um halt so ein bisschen diese Adventskranz-Thematik aufzugreifen. Das finde ich auch fein und das finde ich auch in Ordnung. Das darf auch passieren, also nicht passieren, das darf auch so gemacht werden. Aber das dann halt auch bei vielen anderen Produkten zu machen, dass du das wiederholst, dass du nochmal eine Packung Teelichter reinpackst, nochmal irgendwelche Stumpenkerzen reinpackst, nochmal dies, das, Ananas. Es fühlt sich halt so lieblos an. So nach dem Motto, ah, die haben sich beschwert, irgendwas hat nicht gepasst, na, wir müssen jetzt irgendeinen Adventskalender hinklatschen, dass die Kunden zufrieden sind und dann ist gut gewesen. Nee, Leute, so läuft das nicht hier. Vor allem, wenn man sagt, dass der 150 € kosten soll und dass der Adventskalender nicht retourniert werden soll. Das ist eben so ein Punkt, den ich anprangere tatsächlich. Wenn du jetzt einen Adventskalender herausbringst als Firma, dann solltest du bei Produkten in diesem Produktsortiment in der Lage sein zu sagen, wir retournieren die, also wir lassen die auch retournieren. Dass wenn jemand halt den Adventskalender bekommt und der gefällt nicht, man denkt sich, ist nicht so mein Vibe, dass man den zurückschicken darf. Aber das kannst du nicht. Und das finde ich ziemlich krass, muss ich sagen. Nicht mal auf eigenen Kosten. Also du kriegst das Geld halt nicht retourniert. Das steht da ganz ausdrücklich auf der Homepage, du kannst ihn nicht zurückschicken. Und dann hast du in einem 150 € Adventskalender Streichhölzer drin. Du hast sehr viele Wiederholungen drin. Du hast zweimal sowas drin, eine Packung davon hätte gereicht. Du hast zwei Packungen Teelichter drin. Ja, du hast Schmuck drin. Das finde ich positiv. Ich finde auch diesen um die Kerze drumherum schön. Der dürfte dann auch tatsächlich auf die Nummer 24 passen. Die finde ich auch richtig schön gewählt, ne? Ich mag auch die Häuschen, die Tannenbäumchen. Da finde ich auch die Wiederholung irgendwie okay. Aber irgendwie, also ich finde es eigentlich schön, aber nicht für 150 € und nicht für die Ansage, du darfst ihn nicht zurückschicken, wenn er dir nicht gefällt. Das finde ich einfach nicht okay. Das machen andere Firmen irgendwie sinnvoller und besser. Jo. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns super gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.